Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier zu Ostriff. In der letzten Folge fing es schon langsam an zu tauen, wenn ich das, glaube ich, richtig gesehen habe. Genau. Ich lasse das hier auch direkt schon mal weiterlaufen, bis dieser blöde Winter endlich vorbei ist. Bin auch mal gespannt, wie das klappt. Ich hoffe ein bisschen, dass wir heute vielleicht jemanden kriegen, den wir gegebenenfalls ein Pferd abkaufen können, weil ich glaube, dass Tech und so weiter, das kriegen wir jetzt so schnell nicht hin. Ich hätte eigentlich gehofft, dass die hier mal ein bisschen Spaß miteinander haben, aber irgendwie wollen die nicht, habe ich so das Gefühl. Müssen wir mal schauen. Aber dass wir zumindest dann hier demnächst unsere Salzproduktion starten können. Brine stored, no draft animals. Aha, okay. Ja, also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir das Salz bekommen. Ich hoffe, dass die jetzt demnächst erstmal die beiden Gebäude fertig bauen. Das wäre schon mal hilfreich. Ah, hier wird jetzt gepflügt. Jetzt bin ich auch gespannt, weil ich hatte ja theoretisch... Oh, wir haben... Ah, okay. Hatten die nicht welche eigentlich erst? Ich habe hier theoretisch zwei Ochsen. Ach. Ja, das hatten wir schon mal, das Thema, ne? Relocating. Tidim, das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, schon zu spät gemerkt. Und dann so, hallo. Ja, ich check das mal wieder nicht. Sorry. Ja, okay. Gut, gut, dass es mir jetzt wieder aufgefallen ist. Verzeiht mir. Ich vergesse sowas auch ganz gerne mal. Ich gucke hier mal eben, ob wir hier durch Zufall... Aber eigentlich hatte ich auch gar kein Update gemacht. Das dürfte eigentlich nichts sein. Nö. Nö, nichts Neues. So. Ja, okay. Die haben sich jetzt hier eingefunden, die Guten. Sehr gut. So soll das sein. Das. So wie. Wie sieht's denn hier aus? So, jetzt habt ihr doch alles da. Jetzt könnt ihr anfangen zu bauen. Das wäre echt fantastico. Also wirklich sehr fantastico. Hallo? Ach süß, jetzt wird das noch. Ja, okay, die fängt jetzt an so auszusehen, die Gude. Die Gude! Oh ja, mit einem 4, das ist ja so okay. So, ich bin wirklich gespannt. Also das sollten sie aber heute auf jeden Fall in der Folge fertig kriegen. Das wird ja jetzt wohl nicht so lange dauern. Ja, ihr habt gerade eure Ressourcen unterm Boden verschwinden lassen. Nur so ein Hinweis meinerseits, nur so ein ganz dezenter Hinweis. Aber klar, ihr könnt natürlich zaubern und die Ressourcen aus dem Boden wieder rausholen. Ja, ganz normal. Ja. Überhaupt nicht komisch oder so. Ja, mir soll es egal sein, solange es funktioniert. Jetzt macht nicht wieder Pause, sondern arbeitet. Was soll denn das hier? Das ist der eine hört auf mich. Mach's jetzt ganz alleine. Der hat scheiß Arbeitszeiten. Die anderen machen jetzt alle Feierabend und er empfängt. Arbeitet alleine weiter. Süß. So irgendwie süß. Oh, wir machen Plus, Leute. Wir waren vorhin noch bei 916 minus. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut.
Ach, jetzt guck mal, jetzt hat er Unterstützung, ist nicht mehr ganz so alleine. Ich finde das lustig, da manchmal zuzugucken. Es tut mir auch sehr leid, dass ihr da jetzt durch müsst und mit mir dazu gucken müsst. Ich finde das irgendwie interessant. Jetzt ist er schon wieder alleine. Ach Mensch, der hat aber auch ein Pech. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Tschüss. So. Wie sieht's denn jetzt mal aus? Haben wir jetzt mal Honig... Mann! Wieso kauft ihr keinen Honig? Hallo, ich möchte Honig von euch kaufen. Von euch möchte ich auch Honig kaufen. Hab ich hier irgendwo... Ja, die hat auch noch null Honig verkauft. Ja, wir haben's ja... Mann, ich möchte Honig kaufen. Blöden. Give me some money, please. Just a little bit. So, ja, die sind immer noch nicht am Pimpern. Leute, ich brauche mehr Pferd. Bitte, vergnügt euch. Das wäre super fantastico. Breed Horses. Muss das an sein oder sollte es vielleicht nicht an sein? Ich habe keine Ahnung. Die sind auch irgendwie durchweg hier in der Schule, ne? Die haben ein bisschen Pech. Die sind playing around. Ach nee. Gate and Primary. Ah, okay, nee. Also manche spielen gerade und manche sind in der Schule. Okay. Ich nehme es zurück. Ich würde mal gerne in die Gebäude reingucken, aber ich glaube, das haben sie dann nicht animiert. Auch nicht so dramatisch schlimm, aber es wäre irgendwie auch mal interessant, wie die das von innen sich vielleicht vorstellen würden. Hallo. Bitte, gebt uns Kinder. Ich möchte doch nur ein paar Kinder. Ach, guck, es ist fertig. Hab ich irgendwie nicht mitgekriegt. So. Ich packe hier mal zwei. Oh, Messenger. Hallo. Oh ja, du hast Pferde. Aber natürlich keine Draftler. Ich hasse dich. Dann nehme ich trotzdem mal zwei männliche und zwei weibliche noch dazu. Oh, ist das teuer. Egal. Er kriegt noch ein bisschen Sonnenblumenöl. Oh, dann gehen wir mal. Ich gebe dir mal 1500. Okay, er möchte nur 7. Okay, ist egal. Dann kriegt er halt nur das. So, da habe ich nichts. Habe ich noch irgendwas in Metal Parts? Ne, davon habe ich jetzt auch nicht so viel. Horse Tech, ja. Das kann ich dem aber nur verkaufen und nicht kaufen. Was haben wir hier? Nichts. Potato, ne, die möchte ich ungern verkaufen. Nee, gut, okay, dann sind es zwar immer noch gute 100 Euro, ein bisschen mehr als 100 Euro, die wir, oder 100, was auch immer, die wir jetzt wieder minus machen, aber wir kriegen 4 neue Pferde. Ah, hallo, Pferde. Würde ich hier vielleicht nochmal jemanden arbeiten lassen? 2. Und hier haben wir auch nochmal Heu. Also das sollte jetzt eigentlich gehen. So, how about... Ah ja, Slata Rybnik. Rybnik, die Gute. So, hier machen wir erstmal nur ein. So. Möchte wahrscheinlich gerade keiner arbeiten. Wir haben nicht genügend Leute. Ah, hier haben wir... Ach, guck mal. Maximal Batches 1. Ich mach's mal auf 2. Ich weiß nicht mehr genau. Ach, ja, okay. Ach, krass. Bark. Ah, dazu brauche ich das. Ach, krass. Und Lime. Ah, okay. Ich sag nichts. Okay, krass. Krass, okay. Die brauchen ja echt eine Menge. Hat jetzt keiner gesehen, aber krass. Also interessant und irgendwie krass. Und, you know what I mean? Immer dieses blöde Lager. Storage ist full, ja. Ich weiß.
Unsere neuen Pferdis schon da? Ja, hallo. Moin. Wie geht's? Vielleicht mögt ihr euch ja ein bisschen mehr. Also, vielleicht möchtet ihr von den Neuen sich ein paar besser kennenlernen. So, wisst ihr, wie ich das meine? Neue Pferde. Pferde sind immer gut. Pferde, Pferde, Pferde. Pferde, Pferde, Pferde. Ja. Ganz schön zusammengewürfelt alles. Also theoretisch hat das ja... Theoretisch hat das... Dings. Also so ein System. Aber irgendwie erkennt man auch nicht unbedingt das System, was ich hier gewollt hatte. Aber wir müssten hier hinten vielleicht auch noch mal, dann sind die vielleicht noch ein bisschen glücklicher, noch mal ein paar Bänke hinstellen. So. Oh, ich muss doch... Bank. Noch eine. Dann können wir hier noch eine hinstellen. So. Ein paar fröhliche Bänke. Und das. Und hier könnten wir auch noch mal Bänke hinstellen. So. Bank. Bank. Dass die sich da ausruhen können, weil sonst gehen die immer nach Hause. Und dann zu Hause sich auszuruhen. Und so können die sich auf die Bank setzen. Ich glaube, das ist ganz praktiko. So, ab nächsten Monat müssten die jetzt eigentlich hier Gras dann... Gras ernten klingt so falsch, ne? Die Heuproduktion starten. Ich glaube, wenn hier zwei arbeiten, ist das besser. Ich könnte hier aber auch sagen, zum Beispiel Hire Woman. Also der arbeitet da jetzt zwar, aber dass wir da nicht noch mehr Männer für verschwenden, weil wir haben ja andere Gebäude, wo wir Männer... Oh, hier arbeitet eine Frau. Okay, ich sag nichts. Ich sag nichts. No Leather. Ich weiß, dass wir kein Leder haben. Schreibe ich dich so an. Aber hier arbeitet eine Frau. Das ist gut. Und dann kann da ja weiter eine Frau arbeiten. Das ist praktisch. Ich dachte, da können auch wieder nur Männer arbeiten. So, hier. Miroslav Tischenko. Taking rest. Habt ihr jetzt alles? Theoretisch haben die alles. Also ganz rein theoretisch. Ich weiß natürlich nicht, ob das ausreicht. Ja, arbeitet mal, macht mal was. Ich will wissen. Gathering raw materials. Ah. Ach du Kacke, ich glaube, so viel habe ich gar nicht, oder? Ähm. 350, okay. Nee, ich mach das mal runter. Ich mach's mal auf 300 wollte ich, ey. Ah. So, ich mach's mal auf 300, weil wir haben nicht genügend Kuhfelle. Das wäre ungünstig. So, Nee. Ich muss darauf achten, dass ich, wenn hier was fertiggestellt wird. Ach komm schon. Als ob. Alter, habt ihr viel Kohle? Seid ihr Alter. Hier einkaufen. Dann hast du auch kein Problem mehr. Halleluja. Ja, moin. Ach hier, guck mal, da habe ich zum Beispiel gar keinen. Und hier, ihr? Doch, einer. Okay. Also Fisch haben wir. Theoretisch. Wir kaufen immer noch keinen Honig. Ich verstehe das nicht, warum wir den Honig nicht kaufen. I don't understand this. Komm, jetzt macht ihr noch was anderes als Honig. Scheinbar. Könnt mir trotzdem ein bisschen Honig abgeben, ihr Geizsäcke. Oder hat das hier gerade... Oder hat, wart, wird die hier... Hm? Nee.
Schade. Okay. Ich habe mich umsonst gefreut. Alles klar. Gut. Ich würde aber sagen, für diese Folge war es erstmal schon wieder. Wir haben jetzt nochmal ein paar neue Pferde, dass wir dann auch unsere wunderbaren Arbeiterpferde, mir fällt das deutsche Wort jetzt dafür gerade nicht ein, dann gegebenenfalls bekommen, wenn wir dann endlich unser Leder hergestellt haben. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber die Gebäude sind auf jeden Fall fertig geworden. Das freut mich schon mal. Ich hoffe einfach, das klappt. Dann können wir nämlich auch endlich eigene Salz herstellen. Und dann, da habe ich nämlich schon richtig Bock drauf irgendwie. Ich weiß nicht, ist das nice? Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr sagt, ihr wollt noch irgendwas ganz Bestimmtes machen oder ich soll irgendwas Neues bauen oder keine Ahnung was. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr irgendwas sehen wollt hier aus dem Spiel. Ich weiß, wir haben theoretisch fast alles schon gebaut. Jetzt, klar, wir können natürlich noch Taylors Workshop und so weiter. Das können wir auch irgendwann noch machen. Aber erstmal würde jetzt mein Fokus eben darauf liegen, dass wir die Salzproduktion starten. Das wäre so mein erster Plan. Gegebenenfalls bekommen wir ja irgendwann auch mal Fohlen. Das wäre nice. Also ich finde es gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit ihr die neuen Folgen nicht verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.